Hallihallo und weiter geht's mit Age of Sparta. Wir sammeln unsere Belohnung natürlich ein, sammeln hier auch alles ein, was wir einsammeln können. Aufgabe beendet, cool, von den Göttern begünstigt, sehr schön. Dann schließen wir das natürlich, teilen will ich es erstmal nicht. Jetzt nehmen wir hier natürlich das Gratis-Teil in Anspruch. Ist natürlich Logo. So, dann jetzt in den Kampf, gehen wir hier gleich mal auf Start. Und dann jetzt so los. Jo, das haben wir bekommen. Sehr schön. Gucken, ob wir die nächste Truppe auch vernichten können. Jo, sieht ganz so aus. So muss es laufen. Checken wir natürlich die nächste Truppe auch gleich ab. Jo, jo, jo. Dann jetzt auch zur vierten. Kommt schon, macht die platt. So sieht's aus. Jetzt hier zur fünften. Komm, 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 komm. Ah, bittere Kiste. Jutet konnten wir nicht mehr reißen. Aber trotzdem war es ja nicht so schlecht. Wir holen erstmal unsere Belohnung ab. Gucken, was wir bekommen. So, dann würde ich sagen, sammeln wir hier gleich mal ein paar Münzen ein. Können hier natürlich auch nochmal rufen. Was haben wir hier? Erreiche Level 6 und erhalte diese Geschenke gratis. Ist ja richtig geil. Juden müssen wir erstmal auf Level Nummer 6 kommen. Wir sind jetzt auf Level Nummer 4, natürlich auch bombastisch. Aber wie gesagt, auf Level Nummer 6 müssen wir kommen. Ja, Spiel bewerten wollen wir erstmal nicht. Baue Lehmhütten. Das machen wir natürlich. Wie viel Kohle haben wir auf Tasche? Jo, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Da müssen wir uns nur überlegen, wo wir die hinklatschen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier, ob hier was hinhaut. Jo, jo, jo. Ah, bitter, bitter, bitter. Hauen wir da eine Lehmhütte hin und dann, wo können wir noch was hinklatschen? Jetzt können wir gleich mal auf Bündnis. Ah, das Bündnis ist erst ab Level Nummer 10 aktiviert, gut zu wissen. Dann gehen wir hier nochmal in Menü, gehen auf Shop und bauen hier noch eine Lehmhütte. Dauert da zwar immer die Ladezeiten, dauern immer ein wenig, aber das ist halb so wild. Jo, sammeln wir erstmal wieder ein paar Münzen ein, können jetzt hier nochmal rufgehen und können hier natürlich auch nochmal ein paar hinklatschen. 5 Sekunden, 25 Sekunden, würde ich sagen, bauen wir davon ein paar. Ah, dauert jetzt, wie gesagt, ein paar. Habe ich das jetzt abgebrochen? Das wollte ich nicht. Shit fucking, Junge. Dumm mir laufen. Was können wir hier? Sakralstätten. Was können wir hier machen? Keine Peilung. Was können wir hier? Gratisgeschenk. Okay, jeden Tag können wir eh ein Gratisgeschenk holen. Was können wir hier machen? Weizenfarm. Was haben wir hier? Eine Lehmhütte. Okay, hier haben wir auch noch ein paar Lehmhütten, die sind fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aufgabe beendet. Geschütztes Volk, genial. Eine gut Vorbürgerschaft bedeutet eine starke Gesellschaft. Alles klar, okay, dann machen wir das natürlich auch gleich fertig. Dann können wir hier gleich noch eine Truppe ausbilden. Hauen wir auf jeden Fall noch ein paar Speerwerfer hin. Dauert jetzt natürlich wieder mal ein paar Sekunden. So, dann sammeln wir hier unten die Münzen ein und gehen hier mal hier ruf. Können hier auch mal gucken. Einheiten, was haben wir hier? Speerwerfer, Schleuder, Saturn. Was ist denn mit dem hier, Alter? Lager, das ist in der Luft und das sind alle Einheiten. Gut, hier können wir aber nicht so wirklich was machen. Dann gehen wir mal auf Gebäude. Was können wir hier? Weingut. Können wir gleich mal hier was hinklatschen? Wo hauen wir das hin? Ich würde sagen, hier ist ja nicht so verkehrt. Dann gehen wir gleich nochmal ins Menü hier ruf und gucken gleich. Hier haben wir nichts mehr. Was haben wir hier? Verschönerer. Okay, was heißt bereit zum Kampf? Können wir das nutzen? Jo, können wir. Wo klatschen wir das hin? Das klatschen wir natürlich dahin, wo es optisch cool aussieht. Ich glaube, hier ist ja nicht so verkehrt. So, dann gehen wir gleich nochmal ins Menü, gehen nochmal hier auf Lager. Hier haben wir eigentlich nichts mehr drauf. Segen, was ist Segen? Der Aphrodite und Katapultwurf. Da können wir uns natürlich auch noch was holen, aber naja. So, das lassen wir erstmal. Wie gesagt, hier haben wir das Lager, das schließen wir aber erstmal, wie gesagt. Jetzt können wir hier unter Einstellung natürlich noch was einstellen. Unter Verbinden können wir uns bestimmt mit Facebook und so verbinden. Das möchte ich natürlich nicht machen. Hier können wir uns unsere Aufgabe
ansehen. Die Perser greifen an. Was haben wir hier? General, dein Ruf eilt dir voraus. Okay. Wenn unsere Armee größer wird, brauchen wir mehr Rohstoffe. Eine gut versorgte Armee ist eine siegreiche Armee. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Hier sammeln wir gleich nochmal ein und klatschen hier natürlich auch gleich nochmal welche hin. Sammeln hier auch nochmal ein paar Münzen ein. Auf jeden Fall seht ihr, da ist eine Riesenwelt. Wir können hier wirklich echt viel bauen. Auf jeden Fall richtig geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt Age of Sparta persönlich extrem genial. Was haben wir hier? Heiligtum der Götter können wir aktivieren. Was kostet das? Ah, kostet natürlich wieder ein paar Diamanten. Die haben wir aber nicht. Von daher müssen wir das erstmal sein lassen. Hier sind wir, wie gesagt, auf Stufe Nummer 4. Hier können wir natürlich auch noch andere Avatare nutzen, wenn wir Bock haben. Können wir uns aussuchen, welchen wir nehmen wollen, welcher optisch cool aussieht. Ich würde sagen, ich finde eigentlich den ganz geil. Der fetzt natürlich hoch. Aber ich entscheide mich erstmal für den. So, dann haben wir hier auch die Truppe fertiggestellt. Können gleich nochmal ein paar Speerwerfer ausbilden. Das ist auch fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Shop-Schutz. Ah, hier können wir uns einen Tagesschutz holen. Also entweder ein Tagesschutz, drei Tagesschutz, eine Woche Schutz und zwei Wochen Schutz. Können wir natürlich für Diamanten kaufen. Das machen wir aber nicht. Boah, für Edelsteine sagen wir es so. Das machen wir nicht, weil die sind erstens viel zu rar und dann außerdem auch viel zu teuer, wenn wir die haben wollen für Echtgeld. Von daher spare ich mir die lieber und dann würde ich sagen, check ich dann später ab, was wir noch so reißen können. So, was haben wir hier? Hier können wir Schutz deaktiviert. Was können wir hier einsammeln? Ah, sammle 500 Münzen vom Hauptquartier ein. Okay, sehr schön. Das haben wir erledigt. Können wir das Hauptquartier eigentlich auch pimpen? Zeit übrig, 23 reparieren könnten wir das auch. Jetzt können wir uns hier Berichte angucken zum Kampf, Kriege, Befestigung, Soziales und Statistiken können wir uns natürlich auch ansehen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool gemacht, was sie sich hier einfallen lassen haben. Auf jeden Fall alles in allem eine super perfekte App. Hier sehen wir PvP-Schlachten. Siege in Prozent können wir uns auch ansehen, Kampagne, wie weit wir sind und. Auf jeden Fall, wie gesagt, cool macht. Hier haben wir noch ein paar Trophäen, die wir abgeschlossen haben, die wir noch machen müssen. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Sind auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. So, das haben wir auch alles erledigt. Dann können wir hier nochmal ruf und da nochmal ein paar bauen. So, was können wir noch machen? Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf Aufgabe, bilde Speerwerfer aus, gewinne eine Schlacht in der Mission Gegenschlag. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir da einfach mal an. Gucken, was wir hier so reißen. Vielleicht können wir ja gewinnen. Ich bin gespannt. Gehen wir hier ruf und checken das, wie gesagt, gemeinsam einfach mal ab. So, dann nehmen wir erstmal die. Und dann klatschen wir hiervon natürlich ein paar Speerwerfer hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Kampf, gucken, was wir hier so reißen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier richtig gehandelt haben. Werden wir sehen, müssen wir uns angucken. Aber erstmal sieht es relativ gut aus für uns. Ich glaube, das könnten wir so ja packen. Yo, dit, packen wir eine, ist bewaffnet und bereit für sie einen mächtigen Angriff. Berühren sie um entsinnen, aber warte nicht zu lange. Ah, mächtiger Schlacht. Sehr schön. Den Kampf haben wir gewonnen. So muss es laufen. Töte 25 feindliche Einheiten haben wir auch erledigt. So muss es sein. So, was können wir jetzt machen? Können wir jetzt hier auf OK gehen? Jo, wir gehen hier auf OK. Haben die Aufgabe beendet. Mit spitzen Grüßen. Sehr schön. Gehen dann hier auf Schließen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal zurück. Jetzt können wir hier nämlich unsere Truppen erstmal wieder einsammeln. Oh cool, wir sind auf Level Nummer 5, so muss es laufen. Dann können wir hier natürlich gleich nochmal ein paar neue Truppen ausbilden. Hier natürlich alles wieder einsammeln, was wir einsammeln können. Ist natürlich immer sehr wichtig, um hier relativ schnell voranzukommen. So, dann haben wir auch alles eingesammelt. Wir könnten jetzt natürlich auch die Kampagne zocken, wenn wir wollen. Aber ich würde sagen, wir sind erstmal durch für heute. Das war's für heute mit Age of Sparta. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.